Hallo ihr Lieben, ich melde mich nach längerer Zeit mal wieder mit einer Rezension. Und zwar habe ich eine Leseempfehlung für euch. Und zwar geht es um das neue Buch von Michael Robosam, Die Rivalen. Ich habe ehrlich gesagt vorher noch nichts von dem Autoren gelesen. Ist im Goldmann Verlag erschienen für 14,99 € und hat 512 Seiten. Ich muss aber sagen, es kam einem nicht so viel vor. Also gleich mal vorweg, wenn man sich so ein bisschen davor sträubt, so ein dickes Buch zu lesen. Es ging hier um Agatha und um Megan und das sagt schon viel aus, dass ich die Namen noch weiß. Also das sagt dann schon viel über das Buch aus, dass mir das im Kopf geblieben ist. Vor allen Dingen Agatha werde ich so schnell nicht vergessen. Ja, Agatha ist Aushilfskraft in einem Supermarkt, sie ist Ende 30, hat auch schon einige nicht so schöne Sachen hinter sich und sieht halt bei ihrer Arbeit immer die attraktive Megan, die zwei gesunde Kinder hat, einen erfolgreichen Mann, ein schönes Haus und ja, sie weiß eigentlich, das ist das Leben, was sie eigentlich führen wollte. Und es ist dann so, dass beide schwanger sind und ja, Agatha versucht sich so ein bisschen an Megan ranzumachen, also jetzt in Bezug auf Freundschaft und ja, kurz vor der Geburt kommt es dann auch zu einem Treffen zwischen den beiden und ja, mehr möchte ich dann nicht verraten, nur dass es dann zu einer kriminellen Handlung kommt und es dann wirklich Schlag auf Schlag geht. Ich muss sagen, die erste Hälfte des Buches war noch so eher ruhig gehalten. Man hat, also es hatte jetzt nicht richtige Längen, aber es war halt eher so in ruhige Gewässer. Und wirklich eigentlich genau ab Hälfte des Buches ging das so Schlag auf Schlag, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu lesen. Ich hätte dem Buch ehrlich gesagt in der ersten Hälfte 4 Sterne gegeben, glaube ich. Und in der zweiten 5. Und so ist mein Gesamtergebnis jetzt mit 4,5 Sternen. Es kommen noch einige Sachen in dem Buch, die ich... ja, wo ich echt sagen muss, man kann dann gar nicht sagen, Täter, Opfer, das weiß man schon, aber man hat nicht dieses Empfinden, dass sie jetzt, dass die dann was Schlimmes macht, wirklich ein schlechter Mensch ist. Kann man jetzt so nicht sagen. Ihr wisst dann vielleicht hinterher, was ich meine. Ich konnte beide Seiten nachvollziehen. Und ja, bei diesem Buch ist es echt schwierig, was dazu zu erzählen, ohne zu viel zu verraten. Also wie gesagt, erst fand ich es nicht so flüssig zu lesen. Die zweite Hälfte umso mehr. Also wenn das ganze Buch so gewesen wäre von der Geschichte selbst, hätte es 5 Sterne von mir bekommen. Aber jetzt sind sehr gute 4,5 geworden. Ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. Ich denke, es wäre als Hörbuch bestimmt auch ganz spannend, weil das immer zwischen Agatha und Megan wechselt. Und ich guck gerade, irgendwo war hier auch... Ich meine, dass es hier auch war, dass irgendwann dann Teil 2 anfängt. Aber ja, das hat sich trotzdem zwischen Megan und Agatha abgewechselt und ich glaube, das wird dann auch von 2 Sprecherinnen gesprochen. So gesehen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ja als Hörbuch auch interessant ist. Das werde ich mir vielleicht auch irgendwann nochmal anhören. Ich werde den Autoren jetzt auf jeden Fall im Auge behalten. Ich hatte ja vorher, wie gesagt, noch nichts von ihm gelesen. Ich habe noch Sag, es tut dir leid auf dem Sub. Jetzt habe ich aber zufällig die Tage den Film dazu gesehen und jetzt muss ich natürlich erstmal wieder die Geschichte so ein bisschen vergessen, bevor ich das Buch dann lese. Das war, glaube ich, auch ziemlich harter Tobak, wenn das im Buch auch so ist wie im Film. Also der Film ist mir schon recht nahe gegangen
Und ja, ich habe das jetzt nur gehabt. Ich glaube, damit spoilere ich nichts. Ich hatte das Buch beendet und am nächsten Morgen habe ich in der Zeitung diese Babygalerie, die immer in den Tageszeitungen so erscheint, wo gezeigt wird, welche Babys in den letzten 2 Wochen geboren sind. Und da habe ich irgendwie da, ich habe mir die Galerie angeguckt und hatte irgendwie so ein ganz beklemmendes Gefühl dabei. So von wegen, wem gehört das Baby jetzt und ist da alles in Ordnung und so. Also das hat echt schon abgefärbt. Und Agatha fand ich war auch von der ersten Seite an sehr reell. Man konnte sich das wirklich genau vorstellen, wie sie ist, wie sie tickt, was sie denkt und wie sie sich fühlt. Und ja, also ich kann hier, außer dass ich die erste Hälfte nicht ganz so spannend fand, kann ich nichts Schlechtes sagen. Mir hat es sehr gut gefallen. Es ist mir auch immer noch irgendwie im Kopf. Und das schaffen ja auch nicht so viele Thriller. Ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist halt mehr ein Psychothriller, also Blut fließt da nicht wirklich. Es geht mehr so in die Psychoschiene, was mir sehr gut gefällt. Und ja, ich verlinke euch das Buch in der Infobox. Möchte noch dazu sagen, hatte ich vielleicht am Anfang schon sagen sollen, habe ich vergessen. Es ist ein Rezi-Exemplar. Werde das in der Infobox auch markieren. Aber ich möchte dazu sagen, dass es in keinster Weise meine Meinung beeinflusst. Ich gebe Büchern auch genauso gut 3 Sterne, selbst wenn sie Rezi-Exemplare sind und breche sie auch ab, wenn sie mir gar nicht gefallen. Dies hat mir aber sehr gut gefallen und deswegen habt ihr jetzt auch 4,5 Sterne bekommen. Und ich weiß schon von einigen, dass sie es gelesen haben. Und würde mich mal interessieren, ob das für euch auch in Frage kommt, ob das auf die Wunschliste kommt, ob ihr es schon zu Hause habt oder ob ihr es auch schon gelesen habt. Es ist jetzt ja auch schon ein paar Monate alt. Würde mich wieder sehr über eure Kommentare freuen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!